Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Five Nights at Freddy's. Das Spiel wurde mir empfohlen, es ist ein Horrorspiel, wie man vielleicht schon an diesem Titlescreen sehen kann. Und weil es ein Horrorspiel ist, gibt es jetzt die Facecam. Hallo! Ja, das ist ein alles sehr experimentelles Setup. Ich habe eigentlich keine wirkliche Webcam und deswegen ist das, was man gerade mein Gesicht aufnimmt, mein Laptop, den ich auf einem Stapel Bücher hinter meinem Monitor aufgebockt habe. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt funktioniert und werde dann hinterher in die Aufnahme das Gesicht hineinschneiden. Und ja, schauen wir mal. So, dieses Spiel hat offensichtlich kein Menü. Ich habe gerade einmal ganz kurz angefangen zu spielen und dann festgestellt, dass Escape das Spiel auch sofort beendet. Das heißt, man kann es nicht pausieren. Das Einzige, was man machen kann, ist spielen. Und deswegen würde ich jetzt doch einfach direkt nochmal ein neues Spiel starten. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Freddy Fazbear's Pizza. Die Family Pizzeria sucht nach einem Sicherheitsmann, der in der Nachtschicht arbeitet. Von, ja, genau. 12 Uhr, erste Nacht. Und was ich eben schon rausgefunden habe, man kann sich wohl nicht bewegen im Spiel. Zumindest ging es nicht. Ich dachte, man könnte also quasi so slendermäßig laufen, aber das funktioniert nicht. Dafür kann ich Dinge einklicken. Ich kann hier Türen zumachen. Das braucht aber Power, glaube ich. Ja, das ist gerade hochgegangen. Ups. Und ja, ich habe hier meinen Kameramodus. Diese wunderschönen Figuren hier, die sich in diesem Raum hier befinden. Und unser Vorgänger ruft uns hier an. Ja, und ich glaube, man sitzt wirklich in diesem Raum. Und ich höre jetzt einfach mal zu, was er zu sagen hat. It's kind of a legal thing, you know. Und schaue mich mal hier in den Räumen um. Ja, diese Viecher hier werden mir wahrscheinlich noch eine heiden Angst einjagen. Ich habe übrigens in meinem Raum ein Licht an, damit mein Gesicht einigermaßen sehen ist auf dem Video, ansonsten ist alles dunkel. Und natürlich Headset auf einer guten Lautstärke. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I'm forced to sing those same stupid songs for 20 years, and I never got Angst, dass sie sich gleich anfangen zu bewegen. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children. Wie er gerade erzählt hier. Right? Okay. Wir können hier auch Licht anmachen. Characters do tend to wander a bit. Some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned. Ich frage mich, was ich eigentlich tun muss, da ich mich hier nicht bewegen kann. Also, ich kann nicht laufen. But then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe. Ich glaube, der erste Nacht erklärt mir einfach, wie dieses Spiel funktioniert. The only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Keep now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Okay. If the suits themselves weren't filled with crossbeams, ich weiß ja nicht. Animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those. Noch sind die Viecher allerdings da. Wir haben schon 2 Uhr. Das ist doch gut. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth and pop out the front of the mask. Okay, Typ. Yeah, they don't tell you these things. Hör auf, darüber zu reden, wie ich sterben werde. But hey, first station the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the door only if absolutely necessary. Yep. To conserve power. Alright, good night. Yep. Der erste ist unterwegs. Shit. Der Bär ist noch da.
Okay. Ich möchte diese Tür zumachen. Oh shit. Das Vieh kommt garantiert hier über die West Hall. Oh shit. Wo ist er? Wo bist du, Viech? Oh, ich kann die Jumpscares schon kommen hören. Was passiert, wenn die mich fressen, während ich das Ding anhab? Ist es das? Nein, nein, das ist nur irgendwas anderes. Oder nein, das ist das Vieh. Ist das das Vieh? Ich weiß es doch nicht. Ich mach mal besser die Tür zu. Ist das das Vieh? Sind die anderen noch da? Die anderen sind noch da. Okay, ich hab jetzt schon Schiss. Dum 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 dum. Wer macht hier dum 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 dum? Das ist doch das Vieh. Ist das das Vieh? Ah, holy shit. Okay, und ich dachte, man kann hier mehr machen und sich bewegen und so, aber kann man nicht. Und irgendwie macht es das nicht besser. Mein Strom ist bald leer und wir haben erst 3 Uhr. Ich muss bis 6 durch all das andere Vieh unterwegs. Das andere Vieh unterwegs. Shit, wo ist das andere Vieh? Ich will da gar nicht reinschauen. Wo ist eigentlich meine Tür hier? Das Vieh ist einfach weg. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Ich glaube, wenn ich die eine Tür zumache, geht die andere auf? Nein. Wow, dass das auch hochklappt plötzlich, ist auch nicht so cool. Hier kann ich auch fast nichts sehen. Ist das Vieh noch da? Kann ich nicht einfach beide Türen zulassen die ganze Zeit? Das wäre cool. Der Bär ist noch da. Ist das jetzt das Vieh? Ich weiß es nicht. Noch nicht so viel passiert. Ich glaube, ich habe es bald geschafft. Aber nur 25% Akku. Wie lange braucht diese Nacht noch? Ja, sorry, ich stress hier rum. Oh shit, das Vieh ist auf der rechten Seite. Da bleibt zu. Ne, ne, nope, da mach. Geh mir weg, du Vieh! Ah. Okay. Okay. Nee, kein Problem. Kann ich jetzt irgendwie, kann ich noch was machen, außer hier Kameras umschalten? Schießt du nicht was? Nee. Also ich weiß, es gibt auch 5 andere Teile davon, in denen wird wahrscheinlich noch mehr Action passieren. Ich habe jetzt nur dieses und es ist 5 Uhr, ich habe noch 10% Akku. Ich mache diese Tür definitiv nicht auf. Nope, nope, just nope. Nope. Nope, 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 nope. 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 Licht aus. Reicht mein Akku? Shit, 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 mein Akku ist gleich leer. Bist du noch da? Du bist weg. Okay. Hilfe? Mein Akku ist leer. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Nope, 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 nope. Shit. Ja, ich glaube, ich bin tot.
Okay. Lektion gelernt. Wenn der Strom ausgeht, haben wir ein Problem. Okay, ich mache das in der nächsten Folge nochmal. Bis dann.